So, hallo Leute, ich bin extra für euch gekommen. Ich filme euch bisschen, also ich filme für euch über die Baustelle. Da drüben wird die Gleisen hier repariert, also erneuert. Drüben fährt ein Bagger. Oh, ist ein guter Zug gerade. Vor allem, das ist ein Ja. ganz, ganz geiler Ja. Reparaturzug, Ja. Ja. den man Doch. auch. Dieses Geräusch kenne ich, habe es wieder gehört. Genau, das ist, wenn ein Zug fährt, das ist ein Warngeräusch. Ja. Und so ein Reparaturzug, das sieht man nicht immer. Ja. Also Technik ganz langsam, schau mal, von vorne. Da kommt dieser rote Zug. Ist schön. Warte. So, nochmal. Oder so kann man auch den Zug auch so sehen. Und Leute, guckt, da ist auch eine schöne Büffel sogar drauf. Auf diesem Waggon. Ziemlich schön. Aber gehst du bitte ganz, ganz langsam über den Zug. Ganz Ja. langsam. Obwohl man sieht eigentlich schon was. Und so wie es ausschaut, werden hier auch die Gleise erneuert. Das stehen schon vor den neuen Gleisen vorne. So, weg ist dieser rote Zug. Und Leute, da ist so ein Teil, ich denke, es ist so ein Warnsignal. Wenn ein Zug kommt, dann kommt immer solche Geräusche. Ja. Aber zum Glück hat man das Geräusch noch gerade noch gehört. Perfekt. Da steht noch Deutsche Bahn, Gruppe, also Bahnbaugruppe. Ja. Ziemlich sehr interessant, was sie hier machen. Finde ich sehr, sehr, sehr interessant. So ein bisschen, ups, bisschen langsam hier alles zeigen. So. Ja, vorne stehen noch andere Waggons, noch von Gleisen, Teile von vorne und das hinten ist von der Schloss hinten. Ja, warte mal. Vielleicht kann man nur so ein bisschen, vielleicht ein bisschen näher gehen. Ja, denke ich, so passt. Aber ich zeige euch ein bisschen in der Nähe, wie es hier ausschaut. Obwohl diese, warte, ich gehe nur noch ein bisschen Stück, weil das Ast stört mich schon ein bisschen. So. Tja, und sowas sieht man auch nicht so oft, weil wegen der Baustelle halt. Ja, und da ist dieser Schrank, den haben wir auch schon abgebaut. So ein bisschen ran zum sehen noch in der Nähe. Guck. Da sind die Schrankteile dann noch abgebaut. Es dauert halt noch bis, wenn sie das Teil fertig gebaut haben, diese Schienensatzteile da, sowas kann man so sagen. Dann tun die Schranke wieder einbauen, dann tun die wieder Schranke einschalten, dann geht's wieder normal. Jetzt wird ein bisschen mehr über den Zug. Ja, warte, ich mal kurz Pause, bis gleich. So Leute, also die Farbe schaut ziemlich schön aus, so ein Gelb. Ja, schon noch andere Firma von dem Waggon, ist aber ziemlich schön, wie es ausschaut. Genau, diese Teile, die schauen schon echt cool aus. Ist auch bei anderen Städten und aber schon auch hier bei Schranken gesperrt, dass sie müssen ja auch was machen, egal wo. Hauptsache es ist ja nur die Baustelle, ja. Bisschen langsam hier drehen, alles hier zeigen. Da drüben ist noch die Bauarbeiter. Kommt wahrscheinlich S-Bahn. Da stehen ja da noch zwei Baggers. Ja, also mir ist sehr interessant, was sie hier machen. Eigentlich ziemlich schön. Ja, gehen dann schon mal kurz drüben. Ich denke, ich habe nur von diesem Zugkuppel nur gehört, denke ich. Mal schauen, vielleicht kommt S-Bahn oder Güterzug oder regional eins von beiden, egal was da kommt. Leute, ich mache noch ein paar Fotos vom Zügen, dann mache ich später noch ein paar welche Videos an. Ciao, später auch Nico.